Stellt euch vor, ihr wart noch nie am Meer. Ich hoffe, die meisten von euch da draußen waren schon mal am Meer. Und wenn ihr am Meer wart, dann wisst ihr, es gibt kaum etwas Schöneres als den Schaum des Meeres an den nackten Füßen, wenn es anbrandet, als das Rauschen des Dünengrases im Wind. Mehr muss man gesehen haben. Und in Zeiten, in denen man raus darf, die ja auch wiederkommen, dieses Video nehme ich ja in Zeiten von Corona auf, deswegen sitze ich ja nicht vor euch irgendwo, sondern hier vor der Kamera. Da kann man zum Meer und da sollte man auch zum Meer, bevor man immer sagt, ja, erst morgen und dann passiert es nie. Sam, Bina und Sharif, die Helden dieses Buches von Sylvia Witt und Oliver Uschmann, meiner Wenigkeit, mehr geht nicht, stellen fest, dass ihr neuer Mitschüler Kevin noch nie am Meer war. 13 Jahre schon auf dieser Erde und noch nie am Meer. Sie nehmen sich vor, den bringen wir dahin. Und sie denken natürlich, klar, unsere Eltern, dann setzen wir uns ins Auto, fahren wir bis zur Nordsee und fertig. Aber die Eltern haben alle keine Zeit. Ich stelle sie euch mal kurz vor. Die Hauptfiguren, Sam, ist ein Junge mit fotografischem Gedächtnis. Das heißt, er guckt sich einen Ort an, der kann sich alles merken. Der guckt sich ein Video an, wie irgendetwas funktioniert. Und auch Monate danach kann er es sofort wieder erinnern. Und er hat eine ganz feine Nase. Bina ist eine Mechanikerin, die hat ständig einen Werkzeuggürtel dabei, kann alles reparieren und hat auch im Vergleich zu den Jungs so den gesündesten Menschenverstand und kennt sich aus in Survival. Sharif kann super schauspielern und den Leuten alles Mögliche weismachen und klettern wie ein Stuntman. Und dieser Kevin, der noch nie am Meer war, der ist ein bisschen naiv, aber sehr begeisterungsfähig. Und er kocht gerne übrigens, seine Mutter, alleinerziehende Mutter ist nie zu Hause, ganz viele Jobs und dann kocht er selbst. Ja? Der schiebt nicht einfach eine Pizza in den Ofen. Als sie bei ihm sind und er gerade kocht für die anderen und sie helfen natürlich und machen Kartoffeln, schiebt Sam eine Tür auf in dieser Wohnung, die in einem größeren Haus liegt, so als Teil des Hauses und er schiebt sie so auf und hinter der Tür ist ein Garten, eine Wildnis. Die Disteln stehen 2 Meter hoch und blühen sogar. In einer Ecke liegt ein Teich. Das Wasser ist eine trübe Brühe. Allerdings rundherum hat jemand Sand aufgeschüttet, wie am Strand. Und das ist natürlich Kevin, denn es stellt sich heraus, dass er das gemacht hat, damit er das Meer wenigstens in seinem eigenen Garten simulieren kann. Sie fragen jetzt ihre Eltern, ob sie gemeinsam mit ihnen und Kevin ans Meer fahren. Der Vater von Sam, der ein Geschäft betreibt, so ein kleines Geschäft für Heimwerkerbedarf, also kein Baumarkt, sondern klein, sagt, ob Nord, ob Ost, mehr geht nicht. Er beobachtet einen Kunden. Ich sage, dann fahren wir nur am Sonntag und am Pfingstmontag, da ist der Laden doch sowieso zu, damit Kevin einmal am Meer war. Papa, hallo, der Vater ist nämlich schon abgelenkt von dem Kunden, antworte mir wenigstens, Kinder, die ignoriert werden, kriegen später Störungen. An Pfingsten müssen wir ganz dringend die Buchhaltung machen. Das ist ja das, was Erwachsene tun müssen. Sie müssen ja genau dokumentieren, wo ihr Geld hingeht und so weiter für den Staat. Also der kann nicht. Der Papa von Bina kann auch nicht. Der verkauft zum Beispiel Traktoren und Landmaschinen und muss am Wochenende immer mit den Bauern ein Bierchen trinken, damit die ihn mögen und seine Traktoren kaufen. Und dann gehen sie zu der Mutter von Sharif. Papa ist auch nicht da. Und der ist auf einer Tagung. Und die kann nicht fahren, weil der kleine Bruder von Sharif, der Mehdi, den kannst du nicht in den Griff kriegen und schon gar nicht irgendwo in einem Hotel am Meer. Und Sharif zeigt denen das jetzt, wie es bei denen zu Hause vorgeht. Seht es euch selber an. Mehdi müsst ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie so eine menschliche Version von so einem kleinen gelben Minion. Mehdi tobt durch das Haus. Er spielt Krieg. Also in echt, nicht auf der Konsole. Er tut so, als würde er beschossen. Kopfüber springt er hinter den Wohnzimmertisch. Ich weiß nicht, ob ihr das heute auch noch macht oder nur auf der Konsole, aber ich habe das natürlich früher auch gemacht. Weißt du, wenn du dann so hinter die Couch und dann tust du so, als kommst du aus der Deckung und dann... Ne? Oder damals im Stadtpark, da hat man dann so getan, als wäre man getroffen worden und hat sich den Hügel so runtergekullert. Fernbedienungen krachen herunter, die Batterien kullern über den Boden. Mehdi, nein! Also sagt die Mutter immer wie zu einem Hund oder einer Katze, nein, aber es führt natürlich zu nichts.
Und ein Geheimnis verrate ich euch. Hier stand noch ein anderes Beispiel, was er macht. Das ist aber sozusagen gestrichen worden, weil das Buch ja schmal sein soll. Aber ich kann es ja hier sagen, er macht dann auch Fantasiefußball. Das heißt, er läuft durch das Wohnzimmer, habe ich früher auch gemacht, und dann fault er sich selbst und wirft sich auf den Boden. Und, oh, oh, rote Karte. Kurzum, die Eltern haben keine Zeit. Sie begeben sich heimlich dann zum Meer mit Kevin ohne Handy. Denn Eltern können meistens ja die Handys irgendwie nachverfolgen. Und auf dem Weg dorthin sind sie jetzt hier zum Beispiel im Zug, weil sie denken, das ist ja einfach, wir kaufen gemeinsam so ein Ticket und dann fahren wir einfach durch. Und im Zug sitzen nebenan so Leute, wo die Frau sich leicht verrückt machen lässt. Und der Scharif, der kann ja so gut Lügen erzählen. Und dann sagen die anderen, erzähl der Frau doch mal irgendwas. Mal gucken, ob die das glaubt. Und das macht Scharif dann auch. Beugt sich so rüber. Verzeihung. Da Sie so gerne Nachrichten in der Zeitung lesen, stimmt das eigentlich, dass der Trump in den Schweizer Bergen Soldaten platziert hat, weil die Schweiz sich entscheiden soll, ob sie für oder gegen ihn ist? Denn die Schweiz ist ja neutral. Die Frau kriegt Flecken im Gesicht. Donald Trump ist momentan der Präsident der USA. Man muss nur seinen Namen nennen und die meisten Erwachsenen flippen aus. Zumindest die, die Zeitungen lesen. Soldaten, quietscht die Frau, in der Schweiz? Das darf doch nicht wahr sein. Was will sich dieser Irre noch herausnehmen? Man kann Erwachsene sowieso sehr leicht bei bestimmten Themen veräppeln. Der Zug, das darf ich schon verraten, ohne zu viel zu spoilern, kann nicht weiterfahren wegen einem Sturmschaden. Ein Baum ist umgefallen, denn sonst wäre das Buch ja schnell zu Ende, wenn sie einfach problemlos durchfahren können. Und nun beginnt ihr Abenteuer über die verschiedensten Hindernisse, versuchen sie zu diesem Meer zu kommen. Sie fahren zum Beispiel per Anhalter bei so ein paar so Mitte 20-jährigen Erwachsenen mit, die so einen bunten VW-Bus haben, die Surfer sind, ne, also zum Meer fahren. Und dann steigen, also die sind harmlos und nett, und dann steigen sie aus auf so einem Campingplatz und laufen zum Strand. Und Kevin steht jetzt da so, und dann könnt ihr euch vorstellen, der Wind rauscht so ein bisschen durch sein Haar. Kevin fragt, ist das normal, dass man das andere Ufer sehen kann? Der Strand hat kaum Sand, nur viel Kies und Wiese. Auf der anderen Seite des Wassers sehen wir einen Waldrand. Die Männer erreichen uns, sie pfeifen fröhlich, als wenn nichts wäre. Was ist? Ich zeige aus Wasser. Ihr habt uns gesagt, ihr würdet ans Meer surfen fahren. Ja, sicher, ans Zwischenahner Meer. Wo ist das Problem? Wo das Problem ist, das ist ein See. Ganz ruhig, niemand hat davon gesprochen, dass es ein Meermeer sein muss. Es gibt kein Meermeer, es gibt nur ein Meer. Ne? Denn es gibt ja so Seen, wie die Meer heißen, ne? Zwischenahner Meer zum Beispiel. Oder auch Steinhuder Meer in Niedersachsen. Und das sind riesige Seen. Naja, also ziehen sie weiter. Und wie genau verrate ich hier nicht, aber sie landen irgendwann ohne Geld nachts, also es wird dann mit der Zeit dunkel, im Wald. Da ist unsere Katze, unser Kater besser gesagt, der eigentlich nie widerstehen kann, mit auf die Filme zu kommen, Gandhi. Im Wald bauen sie sich ein Lager. Bina kennt sich sowieso gut mit Survival aus. Und das, was ihr nicht von selbst einfällt, weiß Sam, weil der darüber vor Monaten irgendwelche Videos gesehen hat und sich das eben alles merken kann. Und dann werden sie etwas übermütig und gehen von ihrem Lagerfeuer, das sie auch anbekommen haben, ein Stückchen in den Wald hinein, weil sie mal gucken wollen, wie das aussieht, und sind dann ganz überrascht, dass selbst das Lagerfeuer nicht mehr zu sehen ist. Und das habe ich natürlich alles selbst ausprobiert. Es ist im Wald, in einem echten Wald, wirklich stockduster. Und jetzt kriegen sie Angst natürlich. Bina, mach dein Feuerzeug an, flüstert Scharif. Das habe ich an unserem Lager liegen lassen. Ich werde wahnsinnig, sagt Scharif. Bina sagt, wir müssen jetzt ganz ruhig bleiben. An meinem Ohr kitzelt es. Ein Insekt. Ich wische es weg. Jetzt kitzelt es an meinem Mundwinkel. Der Wolf wird uns fressen, sagt Scharif. Bina fährt ihn an. Jetzt hör doch mal mit dem Wolf auf. Kevin sagt, ich fasse es nicht, dass es so finster werden kann. Im echten Leben gibt's doch immer irgendwo Licht. Das hier ist das eigentliche Leben, sage ich, nicht die Stadt. Das ist übrigens ein bisschen ein Schlüsselsatz des Buches, denn schließlich kommen wir daher, ne, aus Wald und Urwald und Natur.
Naja, sie übernachten jedenfalls in diesem Wald und dann irgendwann liegen sie unter ihrer Plane, die sie gespannt haben. Sie haben so eine alte Plane gefunden an so einem abgestellten und verlassenen Anhänger, haben die gespannt, liegen da drunter, die ist so schräg zwischen einem Baum und einem querliegenden Baumstamm gespannt. Sie schmiegen sich aneinander, damit es warm bleibt. An der Plane schlägt immer wieder ein Flugtier an. Plupp, plupp, plupp. Es muss eine riesige Motte sein. Bina greift nach meiner Hand. Jetzt wandert mein Herz in die Kehle. Ihre Haut fühlt sich zart an, aber ihr Griff fest. Also Sam ist natürlich in Bina verknallt. Kevin kreischt, hier krabbelt was, es kriecht mir ins Ohr. Bina zieht ihre Hand aus meiner. Warte, ich leuchte mal mit dem Feuerzeug. Und jetzt kreischen wir alle. Das Licht ist nur kurz an, aber es erhellt das Grauen. Hunderte von Insekten krabbeln über uns unter der Plane. Ohrenkrabbler, Käfer, vor allem aber Weberknechte, diese Spinnentiere mit den winzigen Körpern und den langen Beinen. Sie verheddern sich ineinander, hängen herunter. Dazwischen stößt sich die Motte, plapp, plapp, den Kopf an der Plane. Bina macht das Feuerzeug wieder aus. Scheiße, 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 flüstert Sharif. Wir müssen bewusstlos werden, sagt Kevin. Das ist die einzige Lösung. Sie überstehen diese Nacht natürlich, aber sie haben ein großes Problem. Sie haben keinen einzigen Cent Geld mehr in der Tasche. Und selbst wenn sie den billigsten Linienbus der Welt finden, sie müssen ja bezahlen, und denken sich also am nächsten Tag, wir können doch hier einfach irgendwo mal kurz arbeiten gehen bei den Leuten. Das kann ja nicht so schwer sein. Dann helfen wir denen mit etwas und dann ziehen wir weiter. Wir halten Ausschau danach, wo Rasen wächst, der schon seit Wochen nicht gemäht worden ist, wo Unkraut aus jeder Ritze sprießt, wo die Fenster dreckig sind oder die Autos. Denn es ist ja so, Erwachsene kommen zu nichts. So sagt das immer mein Vater. Sie sehen schon, dass etwas gemacht werden müsste, aber sie haben viel zu viel anderes zu erledigen. Meine Eltern hätten zum Beispiel schon vor 14 Tagen nachforschen können, wieso es hinten im Laden so stinkt. Sie machen es aber erst jetzt, wo es keiner mehr überriechen kann, falls man das so sagt. Wenn man etwas nicht sieht, obwohl es da ist, heißt das ja übersehen. Also kann man wohl auch was überriechen. Sprache ist ja wunderbar, ne? Das Buch ist erschienen in der Reihe Super lesbar. Das heißt, ihr seht es ja auch und hört es, es ist schmal, es ist schnell. Es ist einfach zu lesen, aber es erfreut sich dennoch der Vielseitigkeit der deutschen Sprache. Weil Erwachsene also zu nichts kommen, haben wir uns einen Spruch ausgedacht, mit dem bieten wir unsere bezahlten Dienste an. Er geht so. Wir sind gekommen, weil sie nicht dazu kommen. Der Spruch ist großartig, finde ich. Und überall sehen wir unerledigte Arbeit. Trotzdem werden wir an jeder Tür abgewiesen. Ein Mann mit Armen, die breiter sind als meine Beine, sagt, ich kenne euch doch gar nicht. Wer weiß, vielleicht wollt ihr mich ausrauben. Heißt er, so ein Riese und drei Teenager ihn ausrauben. Eine Frau mit der Frisur einer Ministerin meint, nein, ich beschäftige niemanden schwarz. Vater Staat braucht unsere Hilfe mit den Steuern. Ne? Weil wenn einer arbeitet üblicherweise, dann muss er ja einen Teil davon als abgeben und davon werden dann Straßen gebaut und eure Schule oder auch jetzt zum Beispiel wird den Leuten dann geholfen in Corona-Zeiten. Ein Mann mit wild wuschigen Augenbrauen sagt, um Himmels Willen, das wäre ja Kinderarbeit. Der Mann, also das ist mal, Kinderarbeit ist ja schlimm, wenn Kinder gezwungen werden, ne? Aber wenn du da stehst und du willst arbeiten und du darfst nicht, ist natürlich sehr ärgerlich. Mir fällt übrigens mittlerweile auf, dass wild wuschige Augenbrauen sehr häufig in unseren Büchern auftauchen. Zum Beispiel auch in der Finn-Reihe, da gibt's, nee, stimmt gar nicht, bei Das Gegenteil von oben, da gibt's auch einen Vater, der hat Augenbrauen, die sind so wuschig, weiß ich noch auswendig, das Zitat, als wären zwei Meerschweinchen verweht und über seinen Augen festgepappt. So sehen manche Männer ja aus. So, noch ein schönes Wortspiel. Der Mann, der Angst vor Kinderarbeit hat, hat seinen ganzen Vorgarten mit Steinen ausgelegt. Nur zwei schmale Bäumchen ragen heraus. Sharif flucht. Der will uns nicht bezahlen, hat aber jede Menge Schotter. Also ihr seht,
Sprache ist was Schönes. Naja, zum Abschluss hat sich jetzt schon herausgestellt, das Buch ist seit ein paar Wochen erst auf der Welt. Es hat übrigens den Leipziger Lesekompass erhalten, ein wichtiger Preis, das freut uns sehr. Und es stellt sich jetzt schon heraus, dass der folgende Satz hier wahrscheinlich der wichtigste Satz ist. Den muss ich mal eben finden. Die Eltern irgendwann erwischen natürlich die Kids, obwohl sie die Handys nicht dabei haben. Und dann sagen die zu ihren Eltern, wenn wir abhauen, habt ihr plötzlich Zeit? Wieso habt ihr uns nicht gleich zugehört? Wieso hört ihr euch selbst nicht zu? Euren Herzen. Und jetzt kommt der Satz. Wenn ihr das Schöne im Leben immer nur morgen macht, gibt es niemals ein Heute. Geht da wirklich nicht mehr? Ja, das ist ein kleiner Ausschnitt aus Mehr geht nicht von Silvia Witz und Oliver Uschmann. Ich grüße euch in euer gemütliches Zuhause, in dem wir uns alle gerade zurückgezogen haben in diesen Zeiten. Zeit zu lesen ist jetzt unter anderem dieses Buch. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Tschö.